Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Back to the Future, The Game. Okay, wir sind im Jahre 1931 am 14. Oktober oder September, keine Ahnung, habe ich jetzt gar nicht gelesen, ist egal. So, wir sind auf jeden Fall dabei, hier den Fusel zu klauen für den Raketenbohrer, damit wir Doc Brown aus dem Gefängnis befreien können. Ich schätze mal, dass es so sein wird, ne? Deswegen brauchen wir den Bohrer. Okay, ich wüsste jetzt gern, wie ich an den verdammten Fusel komme. Fässer voller Suppe. Ist das alles Kohlsuppe? Vorhin jedenfalls. Gibt es hier auch andere Suppen? Nein. Okay. Wir haben ein Problem. Und zwar müssen wir an dem Kerl hier vorbei, um an den Fusel zu kommen. So, ich probier's nochmal mit dem komischen mit der Pfeife. Ja, von wegen Pfeife. Das ist ein verdammtes Rohr und keine Pfeife. Naja, das kennen wir ja schon. Der Fusel wird in den Keller gebracht und der nächste... Ja, die nächste Fuge kommt auf jeden Fall an hier. Naja, da kennen wir schon alles. So, wie kriegen wir den Kerl jetzt hier weg? Das ist die große Frage hier. Was gibt's, Junge? Warum ist die Suppe in einem Fass? Ja, Vorschläge zu einer Suppe? Nee, wer hat nicht schon? Kann ich mich etwas umsehen? Nein. Arschloch. Ey, wir müssen an den Fusel. Ich frage mich verdammt nochmal nur wie. Nicht schlecht, Doc. Habe ich jetzt die Tür angeklickt? Nein. Ich komme hier immer noch nicht durch. Wie verdammt nochmal komme ich an den Scheiß? Wie verdammt nochmal komme ich jetzt an den Scheißfusel? Emmett kann ich jetzt auch nicht anlabern. Telefon bringt mir jetzt auch nichts. Ja, wenn ich jetzt hier die Schwingtür benutze. Ja, ne, dann, Gewürzregal. Ist das Gestell? Ja, wir haben hier hinten alle möglichen, kulinarischen Schätze. Es ist hier irgendwie versperrt, Schätze. Oder? Ja, aber was willst du dagegen tun? Ja, was können wir jetzt tun, um an diese dämliche, an diese dämlichen Fässer da hinten zu kommen? Was ist mit denen hier? Was ist damit? Welche Suppe ist da drin? Das ist nicht, das ist Spezialsuppe. Warum ist die so speziell? Die ist, für Erwachsene, Kleiner. Eine Suppe für Erwachsene? Genau. Warte nur, wohin dich die Neugier bringt. Okay, Spezialsuppe nur für Erwachsene. Verdammt nochmal, wie komme ich jetzt an diesen dämlichen Fusel? Warte mal, haben wir noch irgendwelche Hinweise, neue? Irgendwelche neuen? Regal, etwas stärkeres. Was? Womöglich ist die Suppenfässer auf dem Regal etwas. Ja, natürlich, klar ist sie stärker. Da ist der Fusel drin. Leute, wir brauchen verdammt nochmal einen Scheiß. Eine scheiß Idee, wie wir an diese... Mann, wie komme ich jetzt da dran, ey? Ich bin hier echt überfragt, ne? Kann ich irgendwas draußen machen? Oh! Edna kommt rein. Miss Strickland, möchten Sie mehr Suppe? Kommen Sie schon, Mr. Donnelly. Sie wissen genau, dass ich mit dieser Farce nichts zu tun hätte, wären die Armen von Hill Valley nicht so sehr auf Mr. Tennants aufgebauschte Großzügigkeit angewiesen. War das ein Ja? Geben Sie mir die Suppe, bevor ich an der Scheinheiligkeit ersticke. Okay. Ich richte dem Boss Ihre Grüße aus. Ich wette, das werden Sie. Ich hoffe, ich komme jetzt an den Fusel ran. Warte mal, ich gehe mal kurz raus. Emmett kommt auch mit. Okay, was passiert jetzt? Ladebildschirm. So, kann ich jetzt irgendwie die Edna davon überzeugen, mir den Fusel zu geben? Wo ist denn die Tante? Da ist sie. Geh mal dahin. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Okay.
Du musst Suppe ausliefern. Finger vom Fuselverband. Ach, Finger vom Fuselverband, okay. Das ist... Was? Das mit Einstein, tut mir leid. Brauchen wir erstmal das hier. Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Wer muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden? Anstalt, was haben wir noch? Hat sich erledigt. Ey, das interessiert mich jetzt eigentlich alles nichts. Kinderfarm. Ich nehme einfach mal das hier. Waisenhaus hat man ja schon. Vielleicht wollen ihre Eltern sie nicht, weil sie so viel essen. Hä? Was denn jetzt? Ach, die haut mit dem Fusel ab. Ah, das hatten wir ja schon. Oh Mann, wie komme ich jetzt an diesen beschissenen Fusel ran? Haben wir noch einen neuen, haben wir jetzt einen neuen Hinweis? Es kann sein, dass du allein nicht an den schwarzgebrannten Fusel rankommst. Aber es gibt jemanden, der dir helfen kann. Ja, ne? Ah, Moment. Vielleicht muss ich ja mit... Warte mal, habe ich das im Inventar? Wir haben Arthurs Vorladung. Wir könnten damit zu Arthur gehen. Aber wo zum Teufel ist der? Ja, das brauche ich jetzt nicht wirklich, ne? Ey, Moment. Achso, ich dachte schon. Es gibt vielleicht jemanden, der dir helfen kann. Ja, aber wer? Emmet? Oder warte mal, ich gehe nochmal in die Suppenküche. Vielleicht kann ich jetzt irgendwas reißen. Okay, Emmet kommt wieder mit. Neue Lieferung. Kennen wir ja schon. Ja, latschen wir doch noch ein bisschen durch die Gegend und versuchen an diesen dämlichen Fusel zu kommen. Aber Moment, ich habe doch dieses Formular vom Emmet bekommen. Aber warte mal, kann ich jetzt irgendwas mit Emmet noch machen? Hallo? Emmet? Ja? Ich denke jetzt... In Ordnung, ich glaube, ich weiß, in welchen Fässern der Fusel ist. Und worauf wartest du noch? Er wird mir nicht einfach so ein Fass geben. Natürlich. Nun, du scheinst gut mit Leuten umgehen zu können. Also überlasse ich es dir, diesen Trottel dazu zu bringen, seinen Schwarzgebrannten herauszurücken. Okay. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Ja, ich bin auch am Nachdenken. So, kann ich jetzt mit dem Kerl noch irgendwas machen? Was gibt's, Junge? Ne, das hatten wir ja schon alles. Moment, ich gehe nochmal raus. Vielleicht können wir da noch irgendwas reißen. Ich muss doch hier irgendwie... Warte mal, kann man hier die Straße entlang? Ne, kann man nicht. Warte mal, Kit Tannen, der könnte mir vielleicht doch noch helfen, oder? Gehen wir mal zu Kit Tannen. Und behalte Trixie im Auge. Das Weib kommt mir ziemlich nervös vor. Alles klar, Kid. Und? Willst du da jetzt dumm rumstehen oder putzt du mir die Schuhe? Dir wurden gerade die Schuhe geputzt, du Honk. Da will ich wohl die Schuhe putzen. Mein Fehler. Ich mach dann mal weiter. Was soll ich jetzt nehmen? Ist doch fast dasselbe. Mein Fehler. Ich mach dann weiter. Mach mal hier. So, wegen Arti. Also dieser Hut. Wir scheinen mir kein Typ für so. Ja, das hatten wir ja schon alles. Carl Sagan. Was diesen Carl Sagan betrifft, er hat sicherlich nicht ihre Gemeinschaftsräume niedergebrannt. Pass auf, was du sagst, kleiner Schuhputzer. Etwas weniger quatschen und mehr polieren. Ich poliere dir gleich die Fresse, du Arsch. Wegen Arthur McFly. Ja. Aber als sein Boss wissen Sie, wo Arthur ist. Er ist im Büro. Wo ist das Büro? Weiß ich nicht. Okay.
Ach, und wann wird er heute das Büro verlassen? Wenn ich ihm erlaube zu gehen. Hey, du hast da etwas übersehen. Okay, kann ich das jetzt irgendwie beenden? Nö, ne? Noch eine Sache, wegen des Huts. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Schon gut. So, lass mich Suppe ausliefern. Sie scheinen mir eine Type. Hey, ich vertrete die, Vereinten Stiftungen von Hill Valley. Können Sie mir nicht die Berechtigung geben, Suppe aus Ihrer Einrichtung an sehr bedürftige... Ah, die Strickland hat das Wohltätigkeitsgeschäft ziemlich im Griff. Es gäbe keinen Grund, ihr Konkurrenz zu machen. Okay, ja gut, das hätten wir ja schon mal durch, ist ne? Ist das glänzend genug? Ja, das reicht. Ja, jetzt stelle ich mir nur die Frage, wo das verdammte Büro von Arti ist. Dann gehen wir mal suchen, würde ich sagen. Ne? Irgendwie müssen wir ja da hinkommen. Warte, machen wir einen neuen Hinweis. Kitten hat etwas, das sich zu Arsa führen kann. Ja, den Hut, ne? Den hat er. Genau, also wir müssen an den Hut kommen. Ich versuch's nochmal mit... Versaut es heute Abend nicht, klar? Ich will nicht noch ein Shingle Springs Fiasko. Ich muss ihm den Hut abknüpfen. Alles unter Kontrolle, Boss. Ich höre. Dann will ich mal Schuhe putzen. Mein Fehler, ich mache mal weiter. Mein Fehler. Nee, das war der falsche. Scheiße. Okay, dann muss ich doch wohl nochmal Schuhe putzen. Sag mal, sie bekommt ihren Anteil. Ja, ja, bla 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 bla. Ich höre. Ja, dann mache ich mal, ne, hier weiter. Aber nicht so weiter wie vorhin. So, ich brauche diesen noch Hut. Eine Sache, wegen des Huts. Du stellst meine Geduld auf die Probe. Und? Kann ich Ihnen den abkaufen? Könntest du einfach deine Arbeit machen, kleiner Schuhputzer? Ich behalte meine Erdnussschale. Arschloch. Ich könnte schon ein paar Erdnüsse vertragen. Hast Glück, dass ich gerade in Geberlaune bin. Oh, das ist was Neues. Ich glaube, das habe ich noch nicht gehört. Okay, nein, danke. Was zum Teufel ist das? Ah, genau. Hey, Kid. Ja? Verdammt, was ist das? Hey. Jawohl, wir haben den Hut. Jawohl. Das ist Marty McFlys Ablenke. Das kenne ich ja gut aus dem Film. Genau. So, wir haben Artis Hut. Gib mir den Hut, du miese Ratte. Leck mich am Arsch, du Penner. Hey. Okay, was jetzt? Verarscht. Haha. Tja, wo sind wir wohl hin? Kittenen zum Narren. Blöd, Mann. Voll in die Scheiße getreten. Al, hilf mir. Jetzt hat er Scheiße am Hacken. Naja. Hat ja seinen Assistenten, ne? Der kann ja die Scheiße wegputzen. Okay, Hast du gelernt, dich so zu bewegen? Beim Football. Sie beim Football? Unglaublich. Okay, jetzt haben wir Arthur McFlys Hut. Jetzt müssten wir zu Arthur. Jetzt bräuchte ich aber noch einen Hinweis. Zu einem früheren Zeitpunkt im Spiel hat Marty ein Objekt benutzt, um dessen Besitzer zu finden. Wie? Ah, genau. Wir nehmen jetzt mal den Hut. Wir nehmen jetzt mal den Hut und gehen zu Einstein. Der führt mich mit Sicherheit zu Arthur. Oh, ich komme mit der Steuerung noch nicht so wirklich klar. Okay. Da. Aini, riech mal an dem Hut. Hey Aini, komm mal her. Kannst du den Mann zu diesem Hut finden? Wo will er hin? Das lässt sich nur auf eine Art rausfinden. Genau. Einfach hinterherrennen. Ja? Der Doc, der duckt sich. Hat Angst vor seinem jüngeren Ich. Naja, man darf ja nicht das Zeitkontinuum stören. Zeitraumkontinuum. Ha, Déjà-vu. Déjà-vu. Okay. Ja, das ist nämlich die Bude da, wo Edna ihre
ja, ne, ihre Aktivitäten am Fenster durchführt und andere Leute schikaniert. Ja, wer ist da? Es ist McFly. Ich weiß. Okay, mal eben ansprechen. Hey Arthur, hätten Sie einen Moment Zeit? Kennen wir uns? Ich denke ja. Wir sind verwandt. Paket für Sie. Wir kommen vom Gericht. Wichtige Mitteilung. Ja, das mit dem Verwandt ist irgendwie ein bisschen blöde, oder? Ach, versuchen wir es einfach. Ich bin Ihr Enk. Der Großneffe Ihrer Mutter. Sie meinen mein Großcousin? Ja. Schön, Sie kennenzulernen. Aber ich darf das Haus erst verlassen, wenn mein Boss es erlaubt. Er hat klare Anweisungen gegeben. Entschuldigung. Ein andermal. Scheiße. Okay. Wir müssen doch nochmal anstellen. Wir müssen auf jeden Fall dem das diese Gerichtsvorladung geben. Was nun? Das nun. Wirst du gleich sehen. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein. Aber ich will auch nicht gegen Kit Tennants Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich gehen lässt. Entschuldigung. Ein andermal. Okay, dann versuchen wir es doch nochmal mit dem Paket, würde ich sagen. Was nun? Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir haben etwas für Sie. Es ist ein Ein Vorteilsabonnement für das Fachblatt der Buchhalter. Er wird nicht rauskommen, wenn er unser eigentliches Anliegen kennt. Oh, in Ordnung. Ich bin nicht interessiert und außerdem lässt mich mein Boss nicht aus dem Zimmer. Mist, verdammt. Entschuldigung. Okay, dann müssen wir doch noch eine Antwort hier benutzen und zwar die letzte. Nicht direkt die letzte, aber... Was nun? Eine haben wir auf jeden Fall noch frei. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Das ist ein Verwandtpaket für Sie. Das sind vom Gericht wichtige Mitteilungen. Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben fest, bis der Boss mir erlaubt zu gehen. Entschuldigung. Mist. Ein andermal. Wie kommen wir jetzt verdammt nochmal an den ran? Moment, ich habe doch noch den Hut. Ich nehme jetzt mal den Hut. Stell mal eben an. Das hilft dir nicht weiter mit Arthurs Hut. Ja, gut, dann machen wir es eben so. Was nun? Ja, wirst du jetzt sehen. Ich habe nämlich deinen Hut. Okay, nehmen wir mal den Hut. Versuchen wir es mal mit dem Hut. Den bekommt er zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Ah, okay. Vorladung. Dann versuchen wir es mit der Vorladung, würde ich sagen. Ah, ne, das bringt mir jetzt nicht... Moment. Das ist nicht nötig. Arthur ist schon da. Hä, Moment. Hä? Das ist anschellen. Das ist nicht nötig. Arthur ist schon da. Ja. Hä? Ach so, okay. Will mich hier jemand veräppeln? Nee, ich will dich nicht veräppeln. Oh, scheiße, jetzt schließt er schon wieder das Fenster, Mann. Oh, Mann, ey. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Und jetzt müsste es eigentlich klappen. So, die Vorladung bitte. Das war gerade so ein bisschen... ...bisschen komisch wegen der Ansicht. So. Was glaubst du, was du da tust? Ihm die Vorladung zu werfen. Das geht nicht. Du musst sie ihm geben. Hä? Wie soll ich ihm die Vorladung geben? Ey, hallo? Den Hut kann ich jetzt auch nicht benutzen, weil dann sagt er nämlich genau das jetzt. Dann kommt er zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir müssen irgendwie
dem Typ die verdammte Vorladung geben. Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich sitze hier oben. Ja, das kennen wir schon. Oh Mann, ey. Hinweise. Du brauchst etwas um Earth. Du brauchst etwas aus dem Stadtzentrum, damit Arthur rauskommt. Aus dem Stadtzentrum. Dann gehen wir mal wieder zurück ins Stadtzentrum, ne? Die Frage ist jetzt, was zum Geier? Wir brauchen etwas aus dem Stadtzentrum. Kitten ist zurück. Glaubst du, er ist noch sauer auf dich? Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Gehen wir mal zu Kittenen. Vielleicht hat der ja irgendwas. Renn doch mal. Sieh an, wen haben wir denn da? Man sagt, die Ratten kehren immer zum sinkenden Schiff zurück. Willst du mir meinen Hut zurückgeben? Schnapp ihn, der Matches. Was passiert jetzt? Okay, Darunter, du Mistkerl! Sofort! Das ist ein Befehl! Einstein. Einstein! Hilfe! Hey, hau ab! Hau ab! In Ruhe, du bekloppter Köter! Wir sind beschäftigt! Los! Verschwinde! Hey! Wo ist er hin? Tja. Du hast ihn entwischen lassen, Idiot! Hinter der Mauer auf der Lauer. Okay, wir brauchen etwas aus dem Stadtzentrum. Glaubst du, Kit bellt nur und beißt nicht? Gehen wir doch nochmal hin. Gucken, was passiert. Hey! Hey! Jetzt passiert das gleich wie vorhin. Jetzt bin ich genauso schlau wie vorhin. Moment, kann man jetzt irgendwas machen? Ich glaube nicht, dass sie momentan sehr gesprächig sind. Komm runter, die Suppe musst du auslöffeln. Ich glaube nicht, dass sie momentan sehr gesprächig sind. So einfach kommst du nicht davon. Niemand legt Kitten rein und überlebt lang genug, um davon zu erzählen. Du bist tot, du Penner! Überleg dir am besten schon eine Grabinschrift, denn ich werde sie dir ins Gesicht meißeln. Hey, Aini! Achtung, Boss! Da ist wieder der verrückte Köter! Unglaublich, er ist dir schon wieder entwischt! Ey, wir brauchen etwas aus dem Stadtzentrum, aber was zum Geier? Hier irgendwie bei Edna irgendwas erreichen. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Lenken Sie keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich. Ich bin an einer sensationellen Story dran, wie wir von der Presse sagen. Was ist der Finger vom Fuselverband? Sie haben noch nicht vom FVFV gehört? Er leistet wundervolle Arbeit. Dort werden aus hoffnungslosen betrunkenen Landstreichern ehemalige hoffnungslose betrunkene Landstreicher gemacht. Ich bin ein Gründungsmitglied, aber das heißt nicht, dass ich... Bisher trafen wir uns immer im Keller der Suppenküche der Schwestern der Barmherzigkeit. Aber aus irgendeinem Grund lassen uns die neuen Betreiber nicht mehr dorthin. Jetzt haben wir keinen Treffpunkt. Tut mir leid, was da hinten mit Einstein passiert ist. Keine Ahnung, was da in ihn gefahren ist. Ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenken kann.
Ja, ich habe jemanden gefunden, der ihn ablenkt. Sehr gut. Jetzt zeig mal, was du mit der Rechentafel kannst. Ich weiß, wo ihr euch treffen könnt. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Im Park. In einer abgebrannten Bar auf dem Anwesen der Browns. Arthur McFlys Wohnung. Ich kenne eine leerstehende Wohnung. Sie müssten aber einbrechen. Der Finger vom Fuselverband toleriert absolut keine Einbrüche. Okay, das war das Falsche. Naja, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ich muss irgendwie zu Arthur. Ich muss irgendwie zu Arthur, aber... Es kann sein, dass du allein nicht an den schwarzgebrannten Fusel kommst, aber es gibt jemanden, der dir helfen kann. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Wie zum Geier komme ich jetzt... Das ist doch echt zum Mäusemelken. Ich muss nochmal zu Arthur. Moment, das war hier lang, oder? Tür des Anwaltsbüros. Naja, das bringt mich ja jetzt auch nicht weiter. Ich muss irgendwie zu... Hallo? Wo war denn jetzt nochmal... Mann. Ah ja, genau hier war's. Genau hier lang. Ich muss zu dem Büro. Ich muss den da irgendwie rauskriegen. Was nun? Wie kriege ich jetzt den Typ hier raus? Ich bin's wieder. Oder wie komme ich da rein? Warum? Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein, aber ich will auch nicht gegen Kit Tennants Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich gehen lässt. Leute, ich bin überfragt, ehrlich. Also, irgendwie... Emmett, kann ich irgendwie was mit dem machen? Kann ich helfen? Ja, ich hoffe doch. Vergiss es einfach. Okay. Scheiße. Stellen wir nochmal ein letztes Mal an und versuchen, den da irgendwie zu überzeugen. Was nun? Ansonsten versuche ich das in der nächsten Folge weiter. So, nehmen wir doch mal hier die Gerichtsvorladung, oder? Ich muss ihm die Vorladung übergeben und nicht zuwerfen. Ja, toll. Kann ich jetzt doch noch was mit dem Hut machen? Den bekommt er zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhält. Oh, Leute, Alter, was ist das denn? Wie komme ich jetzt zu dem hoch? Wer nervt, bekommt es mit Kit zu tun. Leck mich doch. Ich komme hier einfach nicht weiter. Danke, dass du uns hierher gebracht hast. Ab hier kommen wir allein zurecht. Ja, super. Toll. Leute, wisst ihr was? Ich werde mich mal kurz schlau machen. Ich beende die Folge jetzt erstmal. Ich bin erstmal total ratlos, wie ich dem die scheiß Gerichtsvorladung geben kann. Und danach den Hut. Also ich bin da echt überfragt. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Der ratlose alte Mann versucht es in der nächsten Folge weiter. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen nochmal. Und Bewertung nicht vergessen. Ciao, mit Au.